So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier am LS22. Die Familie Raftsan ist wieder am Start. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hier seht ihr ein wunderschönes Gerät. Ein wunderschöner Glas. Ein wunderschönes Teil. Ja, schön, wenn er meiner wäre. Aber ist er leider nicht. Gehört nicht uns. Dahinter steht nochmal einer. Ja, ich wollte einen Auftrag annehmen. Habe ich auch gemacht. Und irgendwie ist der doppelt. Ich habe zwei Aufträge angenommen. Irgendwie hat sich das vervielfältigt. Und wir haben zweimal ausgeliehen. Bei zweimal hat es keinen Platz. Und jetzt haben wir 3 und die 15. Jetzt muss ich mal. Ich gehe mal wieder rein zur Familie. So, die 3 und die 15. Dann gehe ich mal auf die 3 mit meinem Treasure. So, Stelle der große Stalle, Hauptstall ist jetzt ein bisschen aufgeteilt worden. Ne? Mhm, perfekt. Felix, man könnte die auch mieten, hast du recht. Aber die kosten halt dann auch eine ganze Menge Kohle. Auch wenn man sie mietet, sind die nicht so billig und die kosten halt dauerhaft immer wieder Geld. Der Witz ist ja daran, wenn wir die jetzt über den Auftrag mieten, das heißt, sobald der Auftrag beendet ist, verschwinden die Fahrzeuge direkt wieder. Ja. Würden wir die selber mieten, vergessen wir sie. Oftmals, ja. Wir haben ziemlich viele Sachen schon gemietet, die wir immer wieder vergessen. Das wäre natürlich am wirtschaftlichsten, hast du recht. Oh, was ist das denn für ein Hügel? Oh, jetzt hab ich's. Leonard ist wieder abgehauen, ist wieder auf Abwägen. Ja, ich hab hier. Wenn jemand ein Dings findet. Ja, ich weiß, ich habe einen zweiten Auftrag angenommen, da war leider auch nochmal dasselbe Drescher dabei. Ich dachte, das ist irgendwie. Ach so. Ja, dumm gelaufen. Hä? Gut, das ist ja für den zweiten der zweite Drescher. Ja. Irgendwie fehlt aber noch die Fahrzeuge fürs Abfahren. Ja, warte, ich mache jetzt gerade, hol jetzt den einen Drescher hier weg. Wir müssten die nachspawnen. Was macht der da? Dann kann man ja auch den zweiten auf entgegennehmen. Wow. Ja, da ist noch nichts gespawnt. Aber müssen nicht die Anhänger noch kommen? Ja, eben. Die fehlen irgendwie noch. Houston, ich habe einen. Vielleicht kein Platz dafür gewesen. Jetzt muss ich doch wieder aushelfen hier. Dann schicken wir Leonard mit unseren los. Was denn? Was los schicken? Hängern. Zum Abfahren. Irgendwie kommt da keiner mehr, ne? Ne, es kommt nichts mehr. Ich habe jetzt alles freigemacht von der Spawn-Ecke. Hier kommt keine mehr. Ich habe jetzt nur noch den zweiten Drescher und einen Trecker. Ja, Felix. Du siehst hier die Profis am Werk. Zumindest Peter. Bei mir ist das ganz normal. Man braucht das ein bisschen Zeit, bis sie nachspawnen. Ah, bin ich auf dem richtigen Weg? Was war der zweite Auftrag? 3. Du bist jetzt bei der 22? Ich bin jetzt bei der. Hä? Ach, ich bin bei der 15 angekommen und die 3 haben wir noch. Okay, dann fahre ich mit dem zweiten auf die 3. Gehst du auf die 3, ja. Ja, Felix, hier wird es nicht langweilig. Es ist immer irgendwas, das nicht klappt bei mir. Also. Alles gewöhnlich.
Oder wenn Leonard dreschen möchte, kann er auch gerne machen. Ja, dreschen ist nämlich zu anstrengend, Leute. Was, zu anstrengend? Ja. Guckt bloß rein und lässt das Ding fahren. Oh, wer hat denn das Ding so blöd hingestellt? Ich glaube, das war ich. Weiß die drei doch direkt um die Ecke. Und die fast nebeneinander. 15 und die drei, lustigerweise. So. Ab geht's. Ab geht's! Bei den 44 auch erntebereit. Mit Soja. Nochmal Soja. Mhm. Die haben alle irgendwie Soja angepflanzt. Warum ist das hier nötig? Haben die ja Sojabohnenfest oder was? Muss ich mal Dings fragen. Ria Monika. 15. Achso, da unten ist die 3. Ich bin noch wichtig. Leonard, was machst du denn? Schlafen? Ja, ich habe mich gerade angehängt, den Hänger, und ich bin jetzt gleich runter. Okay. Felix? Nee, das ist Soja hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Kein Heu. Ja. Er bringt keinen Strom. Und Adrien Hopper. Der hat Soja gewonnen. Nee. Ups. Kann sein, dass gerade was abgekommen ist. Hm? Kann sein, dass gerade was nachgespawnt ist. An Fahrzeugen? Mhm. Oh, nee, sieht nicht so aus. Unwahrscheinlich, ne? Dass man das nicht nachträglich dann nochmal anklicken kann, sagen, schick mal den Rest noch raus. Ja, Anhänger haben wir. Hat bloß gesagt, kein Platz und fertig. Das Feld. Hm? Das ist gar nicht mal so klein, das Feld. Ich hab's jetzt auch oft schon gemerkt. Dann geht's nach links und rechts. Das ist sehr zerklüftet hier. Du brauchst eine Glanzkarte. Sieht so klein aus, das Feld auf der Karte, und dann steht man davor. Ja, teilweise geht es in allen Richtungen. Du brauchst eine Navi auf dem Feld, damit du es recht findest. Da kenne ich ein großes Gebäude, brauchst auch ein Navi, um durchzulaufen. Das Finanzamt oder was? Hm? Im Finanzamt oder wie? Nö. Nee? Felix, am Montag. Kühl mich wieder. Da sind wir im ETS unterwegs im Konvoi und Mittwoch dann wieder im LS. Allerdings da dann auf der Multimap. Leonard? Ja. Feld 15 braucht ein Abfahrer. Feld 3 wird gerade vorbereitet. So. Ups. Wenn da ein Drescher steht, dann kann ich auch gleich hinstellen. Ja, der Drescher hat aber hier noch gar nicht angefangen. Gerne, Felix. Jetzt weiß ich, wo der war. Absassa. Der war bei mir auf dem Feld, wo der Drescher noch geparkt ist. Dabei sieht man doch, dass der Trecker Warnblinker an hat. Ich würde schon fragen, hängst du wieder auf der Leitplanke oder? Nee, ist meine Aufgabe. Ja, eben. Deswegen hupen die.
15. Ich bin hinter der 19. Versteckt. Ja, ich hab schon gemerkt. Es ist ein bisschen. Ja, sag ja, da brauchst du ein Navi hier. Aber ja, einmal links, einmal rechts. Dann haben sie ihren Zielort erreicht. Genau. Wir haben ihr Ziel irgendwann in 5 Jahren erreicht. Bitte halten Sie sich rechts. Ja, so ungefähr. So ungefähr kann man es auch beschreiben. So, haben wir das erledigt. Also muss man einen Drescher parken, so kurz vor dem Feld und dann... Meine Güte, wie lange fahre ich denn hier rum eigentlich? Lang, gell? Das ist ewig, das ist Ding hier. Total zerklüftetes Teil. Das ist halt wie ein Tee aufgebaut, das Feld. Felix, wir sind insgesamt eigentlich 7. Eigentlich. Eigentlich. Heute sind wir zu Fürth unterwegs. Aber das war, das, ja, variiert immer wieder mal. Also insgesamt wären wir eigentlich 7. Das hat das nicht ganz passt. Der hat ein Rieserohr. Auf die letzte Kante. Hi Dominik's Welt. So ist es. Genau. Liken, dann abonnieren. Ich freue mich jedenfalls. Jetzt schon. Oh, das hatte ich heute schon mal. Jetzt fängst du auch an. Immer wieder nett. Was geht, hast du beim anderen schon angefangen oder hast du bloß hingestellt? Ja, ich bin gerade dran. Hi Dominik's Welt. Schön, dass du reinschaust. Guten Abend. Schön. Ja, das Feld ist echt neben. Hoffentlich regnet es nicht bald. Kann man das mal irgendwie in Netz spannen? Das hier, ich glaube, der Regen den auch noch. Aber vermutlich wird es in der Nacht regnen, oder? Wetterlage sagt 19 Uhr. Ah ja, das passt ja. Dann gehen wir um 19 Uhr schlafen. Es ist ja auch Zeit, so nach dem Abendessen, oder? Mhm. Rolf, du schaffst noch oder bist du eingeschlafen hinterm Steuer? Ja, ich bin gleich fertig. Subi. Glas hat schon was. Ein Glas dran. Sieht nach innen aus. Ist das animiert? Aber Dreschen in der Innenansicht ist echt schwierig, oder? Das Fahren? Ja. Du musst echt links, rechts gucken, wie du das siehst. Mach doch GPS an. Ja, am Rand ist das nicht so. Praktisch. Nicht? Sie ist ja nicht viereckig. Nein, die ist nicht viereckig. Nicht quadratisch praktisch gut. Nee, dann wäre nämlich das VCA, glaube ich, dafür praktisch. Hm. Wir können auch noch manuell. Geht sogar noch. Geht sogar noch manuell. So ein Glas ist schon ein schönes Teil. Ah. Da muss ich dir recht geben. Ja, definitiv. Also war sowieso viel mehr manuell als auf Hilfe. Und wie voll bist du schon? Wer? Wie, du bist leer. Wer? Ja du, wie voll ist dein Drescher? Achso, ich bin einmal schon abgetankt worden. Leona, also ich bin da jetzt bei 53%. 31. Und habe das Feld gerade mal noch nicht mal einmal umrundet. Frag mich mal.
Ich finde noch nicht einmal das andere Ende. Ah, so, der Taucher und den sollten wir uns mal anschaffen. Was hast du? Der Torion wollen wir uns anschaffen. Auch ein Trion, oder? 27, oh, Stadion. Ja. Mit der Kette da. Mhm. Ja, den habe ich auch. Der ist echt cool. Monsterteil halt, aber cool. Ach, das ist auf dem Feld wie diese hier ziemlich gut. Ja, also definitiv. Ja gut, wir haben ja ein paar kleine Felder, da ist das natürlich ein bisschen oversized. Dann nehmen wir den New Holland dafür. Ja, denn was wir gerade in Reparatur haben, ne? Ja, genau. Aber so viel Großaufträge? Und vielleicht, ja, wenn man selber mal schnell was weg haben möchte? Rein so einen großen. Also ich würde ja nicht den mit 13 Metern nehmen. Ja, du kommst halt hier fast schnell durch die Ecken. Ich liebe ja die, wo das Fahrgestell gleich mit unten dran ist. Also beim... Das ist beim Case. Mhm. Und ich glaube, es gibt ein Mod mit New Holland, ja, der das auch hat. Ja, ein Rot, glaube ich, ist das. Ne, der Case ist der rote, ne? New Holland ist der gelbe, ja. Das gibt's, die finde ich am besten. Weil da muss man sie nicht auf die blöden Wagen legen. Das kriege ich immer nie gebacken. Ich weiß immer nie, wie rum. Naja, ich habe da jetzt schon viel Übung mit. Ja, ich meine, hier ist es ein bisschen vereinfacht, ne? Weil jetzt wird das so automatisch eingeklickt, aber wenn man es natürlich verkehrt rum reinlegt, bringt das auch nichts. Da klickt es sogar noch. Was ist denn da jetzt raus? Macht du das echt? Ja, bei mir, das ist vorne. Ja, ja. Aber du legst sie drauf und eigentlich schnappt der selber zu. Okay. Wo ist denn Feld 3 hin? Oh, da müssen wir aufpassen jetzt, ja. Feld 3 muss nach Hage. Feld 1. Ne, beide nach Hage. Beim Abtanken kommen und das nach Hage bringen. Felix, herzlichen Dank für dein Abo. Dieses dadurch, dass wir danke dir. Hier vielleicht was mehr übrig haben am Ende. Ja, ich denke schon, dass da für uns was übrig bleiben wird. New Holland Tracker sind blaue, New Holland Mähdrescher sind gelb. Ja, so ist es. Aber man kann ja die Farben immer bei bestimmen, ne? Wir brauchen Abtanker. Wir können ja unterwegs. Ich brauche einen Jäger, ich habe hier ein paar Rehe überfahren. Entschuldigung. Nein, definitiv nicht. Da müssen wir auch so eine Drohne über drüben fahren lassen. Danke dir, Felix. Jetzt kriegst du auch die Info, wenn ich live gehe. Das ist der Vorteil. Dass man das Glöckle nicht ausschaltet. Ich mach gerade Freiraum. Ich weiß nicht, ich bin voll geworden irgendwie. Du sollst nicht das Bier nehmen, das unten drunter liegt. Nein. Es ist Vesperzeit. Ich wäre bei demnächst 80%. Ich wollte es mal bloß so reinschmeißen. Ich bin bei 100. Perfekt, Felix, perfekt. Däumchen nach oben. 100. Nun beruhigen Sie sich. 99. Wir sind hier doch nicht mehr. Wer bietet mehr? Und ich habe das Feld noch nicht mal umrundet. Ich bin auch noch nicht einmal ganz hoch. Nein, wir wollen immer noch keinen Notfall behandeln. Ach, nächstes Mal müssen wir wieder auf die Aufträge eingehen. Da geht es ja ab hier in der Stadt, oder? In dem Örtle. Ja. Ständig ist irgendwas kaputt. Unfälle. Ja gut, die Leute landen ja in den Leitplanken und lauter so komische Dinge. Ach, ohne jetzt Namen zu nennen. Wer hustet? Ja, ist auch eine Bildung. Perfekt, Adel Felix. Da kommt schon mein Abfahrer. 4%. Ist das die schöne Frage gemacht? Ich? 95. Ja. Na, ich bin. Ey, aua. Was, aua? Ein paar Bäume.
Schalter Fenster und ein Fenster zumache und Arm rein. Sonst tut's weh. Immer hängen bleibt. Ich tu mal meinen Rüssel raus. Ja, ich muss mal da, aber. Wenn ich noch hier nicht noch mehr Sand fahre. Bei mir kann ich fast von der Straße vorne, glaub ich, schon reinfahren. Das müsste eigentlich passen. Nein. Eng im engsten. Ach, das Windrad dreht sich auch ganz gemütlich da hinten. Ja, der hat was zu tun, der Abfahrer. Da kommt er ja schon. Angeflitzt, mein Sohnemann. Sehr schön. So muss das sein. Aber wenn ich ehrlich bin, wann war ich das letzte Mal bei auf der Rade auf dem Feld? Ja, war schon eine Ecke her, oder? Ich glaube, fast noch nie. Wann habe ich abgeerntet? Oh. War nicht, glaube ich. Hätte ja immer nur auf dem Hut. Das durch uns leider. Noch länger nicht, ja. Ja gut, ich teste das mal ein bisschen. Aber woran mag das wohl liegen? Wer fehlt denn heute, wer ständig den Hof so verdreckelt? Kleinen Gruß rauslassen an den Kollegen, an meinen lieben Brudermann. Ja? Bruder nicht da, scheuch der Hof nicht so versaut. Oder Skiffy? Hm? Was sagst du dazu? Das ist total sauber jetzt. Ja, ne? Einmal Chef nicht da, schon ist alles in Ordnung. Ja, muss immer so sein. Dass der Chef nicht da ist? Oder dass der Hof sauber nicht ist? Da ist. Da kriege ich den Hof mal fest, ich kann auch mal andere Arbeit machen. Ja. Also verlangst du es ja noch, ne? Irgendwann. Ach ja. Also Feld 3 ist nicht klein. Ich glaube, 15 ist nicht kleiner. Was hast du für Aufträge entgegengenommen? Die, wo am meisten bringen. Aber nicht geguckt, was das für ein Behälter sind. Naja. Wir müssen ja was schaffen, oder? Ja. Nach langer Zeit kommt ich wollte so einen Counter irgendwann einbauen, ne, wo da steht, wann habe ich mal Feldarbeit gemacht. Ja, sollst du, glaube ich, echt mal machen. Das ist, glaube ich, echt gescheitert. Da wüsste ich gar nicht, wie das geht. Doch, ich könnte da jemand mal fragen. Der hat einen Quest-Counter bei sich drin. Und was? Er hat einen Unfall-Counter drin. So, und wie viele Unfälle der in seiner Stream baut. Oh, das lass mal bei mir lieber weg. Der wäre hoffnungslos überlastet. Gleich erste Umrundung, ja, genau, ich hab's geschafft. Die erste Umrundung ist durch. Juhu, ich bin auch weiter. Oh. Ich hab aber später angefangen, bin jetzt bei der Rundung. Das Feld 15 doch ein bisschen größer als meins. Ich glaube fast schon. Bringt ja auch ein bisschen mehr. Kriegt ihr euch auch immer die Aufforderung mit dem Unfall? Nee. Nein. Ich glaube, es ging nur die Admins. Ich will kein Admin sein. Muss ich mal testen, wenn ich mich nicht als Admin anmelde, ob ich es trotzdem kriege.
Felix, ja, einfach bei Discord deine Bewerbung da lassen. Link findest du in der Videobeschreibung. Das Problem ist halt einfach die Kombination. Dann müssen wir es auf dem Computer spielen. Also auf dem PC-Version. Wir haben diverse Mods mit drin, die auch ein bisschen verändert sind, angepasst sind mit Skripttechnik. Und ich glaube, das funktioniert so. Würde nicht funktionieren. Nein. Nein, der Server ist nicht crossplay-fähig. Ja, also ist bei uns leider so eingestellt. Und wenn du auf PC spielst, können wir da bestimmt irgendwie was hinkriegen. Der braucht noch nicht mal zum Starten. Ich glaube, 8 GB reicht. Das Spiel läuft flüssig. Mhm. Und ich glaube, ein i3-Prozessor. Frag mich nicht wegen Minimalanforderungen. Nee, ich meinte ja, ich glaube, ungefähr das ist die Anforderung, die der braucht. Mhm. Ja, steht ja bei Giants dran, ne? Was mhm. der bei braucht. Steam kann man das gucken, aber ich wollte jetzt nicht raustappen. Ja, Felix, ich weiß, es gibt Crossplay. Aber es würde bei uns nicht funktionieren, weil wir diverse Mods drauf haben, die auf Konsolen nicht funktionieren würden. Nicht zugelassen sind. Ja. Das ist klar. Was ist die Anzahl der Ladung, bitte? 70. Ja, ich mach nichts mehr. Und dann könnten wir auch gar nicht so viele Maschinen bei uns stehen haben. Wo sollen das Zeugs hin, Skippy? Hage. Ist Hage da bei unserer Käserei um die Ecke, oder? Ja. Hage ist bei uns ums Eck, ja. Der lange Weg zu mir, oder? Der ist echt ein weiter Weg. Ich bin schon wieder um ganz anderen. Da warst du vorher doch schon. Ja, war ja immer noch gerade. Ich komme gefühlt nach 10 Minuten erst an. Und ich mache kurz eine Minute Pause und dann muss ich schon wieder los. Dann fahre ich wieder gefühlt 10 Minuten, bis ich überhaupt mal ankomme, wo ich das die Wege. Unglaublich ja, eigentlich, ja. Das ist doch gut. 10.000 Jahre später, Abfahrer ist angekommen. Sehr gut. Achso, der Abfahrer ist angekommen, jetzt kann ich abtanken. Dann fährt er los. Dann hört man nur noch durch den Funk. Abfahrer, bin wieder voll. Dankeschön. Fahren. Wenn ich hier stehen bleibe, habe ich dann vielleicht ein Ding. Ich glaube, ich könnte mir ungefähr vorstellen, bitte. Tja, Felix, leid, wird nicht funktionieren. Ja, kannst ja gerne mal, falls du es da doch irgendwann überlegen solltest, dann doch vielleicht auf PC umzusteigen, kannst ja gerne mal bei uns, okay. Kannst einfach mal reingucken bei uns auf Discord, Video in der Videobeschreibung, wie gesagt, der Link, kannst du reingucken, was so die Grundvoraussetzungen wären, bei uns überhaupt machen zu können. Aber wie gesagt, PC-Version ist halt einfach, geht nicht ohne. So, aber liebe YouTube-Freunde, ich sage jetzt mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Die Folge, ja, werde ich jetzt einfach mal beenden. Auf Twitch geht es noch kurz ein bisschen weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag nochmal herzlichen Dank und macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.